In Leipzig sind wir nun mit dem Opfer von damals verbunden, Tobias Damm. Herr Damm, Sie waren damals für eine Zeitung unterwegs. Was passierte denn am Bahnhof Erfurt nach der Demonstration? Also nach Ende der eigentlichen Demonstration gab es Auseinandersetzungen zwischen Gegendemonstranten und Neonazis, die schon in den Bahnhof geführt worden waren. Ich habe dort Bilder gemacht von einer relativ sicheren Position aus und war als Pressefotograf gekennzeichnet. Als ich den Bahnhof wieder verlassen wollte, hat mich ein BGS-Beamter am Verlassen des Bahnhofs gehindert und mich am Arm in den Bahnhof reingeführt und mich in so eine, ohne dass ich da eine Absicht vermuten würde, aber in diese Menge Neonazis hineingeschoben. Und die haben mich in ihre Mitte genommen, haben mir meine Kameraausrüstung abgenommen, haben mich körperlich angegriffen, ich lag am Boden, sie haben mich getreten und mit Schildern von diesem Asia-Imbiss auf mich eingeprügelt. Und glücklicherweise kam kurz darauf eine Polizeieinheit in die Menge reingestürmt und hat mich da befreit. Ja. Sie mussten ja sogar im Krankenhaus liegen danach. Jetzt stellt sich heraus im Untersuchungsausschuss, dass der Verfassungsschutz höchstwahrscheinlich die Täter von damals kannte, nur der Polizei nichts darüber gesagt hat. Was macht das mit Ihnen? Was empfinden Sie dabei? Also als ich die Nachricht bekommen habe, war ich regelrecht geschockt. Ich fand es immer schon ein Problem, welche Rolle der Verfassungsschutz in Thüringen in den 90er Jahren und auch danach gespielt hat, als die ganzen Neonazi-Organisationen im Aufbau begriffen waren und dort immer wieder V-Männer geführt hat, die Organisationen überhaupt erst handlungsfähig gemacht haben und mit dem Geld auch aufgebaut haben. Und das hat mich immer schon schockiert und das fand ich völlig eine unrühmliche Rolle, die der Verfassungsschutz gespielt hat. Das jetzt aber das schlägt mir fast den Boden aus, dass sogar meine Kamera mit Wissen des Verfassungsschutzes später auf eBay verkauft wurde. Das macht mich eher fassungslos. Mhm. Tobias Damm war das. Er war als Pressefotograf von Rechtsextremen verprügelt worden. Der Verfassungsschutz hat den Täter gegenüber der Polizei offenbar gedeckt. Vielen Dank, Herr Damm, für das Gespräch. Bitteschön.